Ja, Niki, lange Zeit kein Länderspiel mehr gehabt. Jetzt geht es los in der Nations League gegen Gibraltar und San Marino. Wie sieht die sportliche Ausgangslage aus? Was sind die Erwartungen? Ja, ich glaube, die Erwartungen von uns sind ganz klar, dass wir die Nations League gewinnen. Das ist klar, aber wie gesagt, wir haben eine spannende Gruppe, kleine Mannschaften, die aufeinandertreffen. Und ich glaube, da ist schon Gibraltar und San Marino, die sagen wollen, dass sie die bessere Mannschaft sind, dass sie die Nations League gewinnen können. Und da muss man voll der Geld halten und vor allem eine gute Mentalität auf den Platz bringen. Also erstens einmal freuen wir uns glaube alle, dass wir heute das Länderspiel bestreiten dürfen. Und wir schauen alle gespannt drauf auf die Gruppe. Ich habe das Gefühl, sportlich haben wir noch nie so eine Chance gehabt, um irgendwo mal Gruppensieger werden und auch aufsteigen. Und das ist unser grosses Ziel. Du hast einen sehr intensiven Sommer hinter dir gehabt. Jetzt geht es in die Länderspielsaison. Bist du wieder parat, kann man das so sagen? Ja, wie gesagt, ich habe meine freien Tage gehabt. Ich habe 2 Wochen Pause gehabt. Wo ich mich erholen konnte, noch körperlich, sondern auch mental. Und jetzt geht es wieder los und ich freue mich drauf. Andere haben fast nicht gespielt den ganzen Sommer. Du hast jetzt ein sehres Training hinter dir. Was ist denn so dein Eindruck? Ja, ich glaube, nach dem ersten Training ist es schwierig zu sagen, was ich für einen Eindruck habe. Das werde ich jetzt sagen. Wichtig ist, dass wir lange Woche haben mit der Nationalmannschaft, viel Trainings. Und da ist sehr genug Zeit, zum Ablauf wieder zu kennenlernen und sich wieder zu finden. Ja, wir haben schon viele personelle Mängel. Also wir haben viel angeschlagen jetzt noch. Viel, wo andere Sachen haben, wo sie nicht dabei sein können. Aber wir machen das Beste aus. Wir haben motivierte Leute hier. Und ich denke, genau gegen so kleine Nationen wie San Marino und Gibraltar ist es vielleicht ab und zu wichtig, wenn man Zusammenhalt hat und jeder, der motiviert ist, Gas gibt, und dann ist es sicher ein Vorteil. Du selber hast jetzt natürlich als Amateur viele Monate nicht spielen können, seit kurzem sind wir wieder dabei. Wie siehst du es persönlich? Parat, körperlich, mental, um jetzt wieder voll einsteigen? Ja, wir hatten eine lange Pause, Corona-Pause, wo wir nicht Fußball spielen haben können. Ich persönlich habe nebenan noch viele Sachen gemacht, dass ich fit war, weil ich bei der Vorne verletzt war. Ich hatte Schulterverletzung letzte Saison. Und jetzt sind wir doch schon, haben wir eine recht lange Vorbereitung gehabt, also beim USV. Und es war schon recht intensiv gewesen. Wir haben jetzt 3 Spiele gemacht und ich habe das Gefühl, ich persönlich bin topfit.